Ich dachte, es wäre durch, aber Nico sagte sich, ey, das Sonic Forces Spiel auf Mobile, muss ich mir mal angucken, das ist voll gut, hat er gesagt, war seine Worte. Und deswegen schauen wir ganz kurz rein, deswegen sind wir auf den iPhone von Nico, auch wenn ich nicht Nico bin. Das werden einige von euch jetzt sehr schockiert finden. Aber ja, okay, das hier ist Sonic Forces Zeug, keine Ahnung, Name ist nicht wichtig, spielt es nicht, ist nicht wichtig. Das Spiel werden einige schon kennen, wenn sie Sonic, wie hieß das, Sonic Lauf-Lauf-Spiel gespielt haben. Auch von Light Light Firma, keine Ahnung, als wir den Namen noch drauf haben. Das Ding ist auf jeden Fall, ihr macht das, was ihr vorgemacht habt. Ihr weicht Sachen aus und geht auf Booster und... Aber das Neue ist, es gibt Items! Ihr könnt jetzt Speed boosten und... Ihr könnt in Sachen reinrennen. Ihr könnt Feuerball werfen und hoffen, dass ihr jemanden trefft. Und weil es online ist. Und das macht so viel Spaß. Das macht so viel Spaß. Mal ganz ehrlich, das Spiel ist halt ein Cash-Grab. Es ist halt in jede Richtung wie die ganzen anderen Sonic-Spiele bisher. Oh, fucking hell. Ich bin auch gerade nicht gut drauf in Sachen Gameplay. Ja. Sehr gut. Bedeutet, es geht nur darum, dass ihr Geld für Sachen ausgebt, damit ihr besser und schneller werdet. Oder halt Werbung wie Sau guckt. Aber dazu kommen wir gleich. Jetzt kommen wir erstmal zum Gameplay. Moderieren und spielen ist das Einfachste, was es gibt. Ich bin der geborene Let's Player. Guck mal, ich geh auch noch durch. Wow! Speed Boost! Runter! Hoch! Da! Nein, du kommst da nicht durch! Ich schieß dich ab! Na, hat nicht funktioniert. So, so bin ich Vierter geworden. Coole Runde. Danke, danke, danke. So, jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Nico wird natürlich jetzt die WhatsApp-Nachricht, die oben reingeploppt ist, rausschneiden, wenn sie auch in den Rekorder aufgeploppt ist. Das wird er bestimmt sich merken, nach dem ersten Rennen das rauszuschneiden. Aber okay, hier haben wir unsere Box. Wir kriegen Vektor. So, wie wir sehen, wir haben 1 Vektor bekommen. 1 Vektor bedeutet, dass wir noch 59 Mal Vektor bekommen müssen, um Vektor freizuschalten. Aber wir können auch 2 Vektor bekommen, wenn wir uns jetzt Werbung angucken. Und das machen wir jetzt. Das Spiel sieht scheiße aus. Ich will das nicht spielen. So, jetzt haben wir 2 Vektor bekommen. Das heißt, wir haben jetzt 4-fach Belohnung, weil wir Sonic spielen. Das heißt, wir haben 4 Vektor bekommen. So. Bedeutet, wir könnten natürlich jetzt auch sagen, ey, wo ist das? Hier, da. Weihnachtsgeschenk. Nein, wir wollen zum Beispiel jetzt Shadow und Rook freischalten. 11 Euro. 11 Euro. Oder wir holen uns Chaos und Ringe und rote Ringe. 11 Euro. Ihr könnt auch für 110 Euro 17.500 rote Ringe kaufen. Mit denen kann man sich nicht die Charaktere... Was kann man denn damit? Da kannst du Truhen von kaufen. Ja. Das Ding ist aber, dazu kommen wir auch gleich, Truhen kann man auch einfach nicht so öffnen. Nein, nein, nein. Wir haben eine Gratiskiste. Tippe zum Öffnen. Wir haben Ringe. Ja. Wir haben rote Ringe. Ja. Und wir haben Charmy. 20 Charmy haben wir. Brauchen wir noch 70 Charmy, bis wir Charmy haben. Charmy, Charmy. Es werden Trophäen verglichen, es wird Grafik simuliert und er sucht Gegner mit gleichbarer Stärke und Gegenstände verstärken und... Das ist alles Bullshit, was hier steht. Oh, ich glaube, es ist eine andere Map. Es ist eine andere Map! Und wir sehen Silver und Classic Sonic. It's no use. Aber es ist dieselbe Musik. Das spielen die Kids also heutzutage. Das ist es. Ja, das ist das erste Mal, dass sie mit Sonic in Verbindung kommen, mit diesem Spiel. Und die sagen sich, Mama, ich spiel nicht mehr. Ich brauche keinen Sonic mehr. So, ich mach einen Feuerball. Bäm, in die Fresse. Ah, hat nicht funktioniert. Es ist, wie die Kamera sich bewegt und alles sehr umständlich zu sehen, auf welcher Linie man gerade ist. Das ist sehr nervig. Es ist nicht so ein Pick-up-and-Play-Spiel, weil die Kamera einen bekloppt macht. Das ist nicht gut. Haben sie nicht gut gemacht. Das ist unfassbar langweilig. Ah, Feuerball! Ah, Silber getroffen, jetzt bin ich Erster! Ja, Spannung!
Ja, ich bin eine super Truhe. Ah nein, Silver hab ich überholt. Aber das Item wird alles... Ich hab ein Schild. Ganz toll. Ha, Gegner, nimm dies. Ha, ich hab ein Schild an. Schiss, ich hab den Booster verpasst. So, Item. Er hat mein Item weggenommen. Die Ratte. Was? Ich hab nicht allerdings gemacht. Du blödes, tolles Spiel. Das macht Schaden? Wieso macht ein Wind Schaden? Tippe zum Öffnen. 3 Nuckelpunkte! Die verdoppeln wir nicht. So, ich nehme mal wieder Sonic, sonst dauert das hier ewig. Ich will Kisten freischalten. Was sind denn hier für Trophäen? Einsteiger. Neue Strecken freigeschaltet. Green Hill. Nee, Pyramid Valley Green Hill und City Sunset Bridge und... Oh, Junge. Ist das alles toll. Es gibt richtig viele Strecken. Es gibt richtig viele Strecken. Es gibt so viele Strecken, dass wir jetzt noch eine weitere spielen. So. Jetzt bin ich nämlich richtig drin. Denn ich muss ja auch beweisen, dass ich in Sonic richtig gut bin. Also egal welche Form von Sonic. Und wenn es eine Pachinko-Maschine ist, da wäre ich richtig gut drin in der Pachinko-Maschine. Mit Windangriffen klaust du anderen Spielern Ringe. Das ist gut zu wissen. Das war ein Ring? Das war wahrscheinlich ein Angriff. Okay. Immer derselbe Track, 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 Track. Oh, ich dachte, ich muss ihn nie wieder hören. Ich weiß auch nicht, manchmal sind die anderen ein bisschen langsamer als ich. Wahrscheinlich, weil ich aufgelevelt bin. What? Ratte? Jetzt bin ich schon wieder Vierter. Und die laufen jetzt da vorne und ich weiß nicht, wie ich aufholen könnte. Vielleicht mit einem Item. Feuerball. Jo, voll in die Wand rein. Ah! Es gibt so Momente, wo ich mir echt meinen Controller zurückwünsche. So. Dann hab ich zerdeppert. Item bitte. Geschwindigkeit! Oh! Hat nichts gebracht. Tolles Spiel. Feuerball. Ja, ja, in die Fresse von Amy. Ah, oh, ich habe auch einen abbekommen. Ah, jetzt stolpern wir alle die Gegend. Oh nein. Let's Player sein muss so scheiße sein. Das ist kein Job für mich. Ich nehme all meine Ringe weg. Bastarde. So, Item. Noch ein Item. Was? Von was wurde ich bitte getroffen? Wieso ist der jetzt schneller? Warum hat er mein Item weggenommen? Du blödes Stück Scheiße. Ah, ich bin Erster geworden. So. Woo! Weil ich nämlich der beste Sonic-Spieler der Welt bin. Dafür habe ich mir den Titel verdient, dass Werbung automatisch abgespielt wird. Und Sonic-Meister. So. Mobius Final Fantasy. Hat 4,5 Sterne. Die Leute sind begeistert. Okay, wir können jetzt 2 Stunden und 59 Minuten warten. Wir könnten aber auch die super teuren 30 roten Ringe ausgeben. Aber wir gucken einfach Werbung an. Oh. Ja. Das ist ein Spiel, das sieht aus wie ein Spiel, das ich spielen will. So, wir öffnen und wir haben Ringe. Und wir haben mehr Silber. 20 Silber. Aber... Ach nee, das werden wir nicht verdoppeln. Und wir haben nochmal den ersten Platz. Oh, wir haben Amy. 10 Amy. Und Belohnung mal 2. Aber wir können das jetzt auch mit einem Werbespot. Wir machen den Werbespot an. Das ist derselbe Werbespot. Um weitere Charaktere, freischalten wird nicht so das große Problem sein. Das wird ihr Problem wird sein, die ganzen aufzuleveln, damit die überhaupt sinnvoll sind, um die zu verwenden. Weil das Ding ist, wenn man sie... Ich meine, Tempo häufig. Sonic häufig. Wahrscheinlich die Figur häufig. Sind die... Nee, der ist auch häufig. In Kisten, das kann sein. Sehr selten. Oh. Shadow ist sehr selten. Und Sabok ist auch sehr selten. Jeder liebt Sabok. Der Sonic kann schnell rennen, das kann Knuckles nicht. Bedeutet, Knuckles hat einen echt großen Nachteil. Weil, wenn Sonic ein paar Mal schneller rennt, dann ist er so weit vorne, dass Knuckles niemals aufholen könnte. Das ist scheiße. Ich kann ja Plus drücken, was passiert dann?
verbessern. Da brauche ich. Sammle mehr Karten für Upgrades, genau. Aber ich kann ja auch Truhen kaufen. Also, wenn ich also 17.500 rote Ringe kaufe für 110 Euro und eine normale Goldtruhe kostet 400 Ringe. Ich meine, es ist dein iPhone, von daher. Dann müssen wir wohl nochmal spielen, ja! So, Sonic läuft wieder, Sonic geht weiter. Mein Gott, macht das Spiel Spaß. Mensch, ich wünschte, ich würde da Geld reinpumpen, denn nach Sonic Forces sehe ich eine rosige Zukunft für Sonic. So, Anama und sonst wer ist auch dabei. Kacke. Ernsthaft, wer spielt sowas länger als 5 Minuten? Da musst du doch echt 5 und grenzdebil sein oder sowas. Das macht doch keiner. Bin in eine Falle reingelaufen. Mehr ist hier nicht. Das ist einfach das ganze Spiel. Ja! Die Gaming Clerks Hater vom Dienst haben wieder hier ganze Arbeit geleistet und ein Spiel schlecht bewertet. Ihr könnt uns jetzt auch gerne vorwerfen, dass wir das jetzt ja auch nur 5 Minuten gespielt haben und das einfach jetzt so als ein schlechtes Spiel dastehen lassen. Aber ich wette mit euch, dass der Toluca, der auf dem ersten Platz ist mit 9.330 Trophäen, einer der traurigsten Menschen auf diesem Planeten ist. Ich glaube nicht, dass er ein tolles Leben hat, weil sonst würde er nicht so eine Scheiße spielen. Und ich würde das behaupten, dass alle, die dieses Spiel unironisch länger als 2 Tage spielen, die gucken uns gar nicht zu, das glaube ich nicht. Wir haben coole Zuseher, wir haben nicht sowas. Naja, das war wieder ein Einblick in die Mobile-Welt. Bleibt dabei, der Mobile-Markt ist für den Arsch. Ich werde großen Bogen um ihn machen und bedanke mich fürs Zusehen. Aber ich habe keinen Bock mehr. Es reicht mir. Das ist kacke. Das ist so kacke.